Ich darf euch ganz recht herzlich willkommen heißen zum nächsten Trainer-Talk. Dieses Mal aktuelles Thema, ja wie immer, Kaderplanung. Ich denke Ende November, Anfang Dezember, Ende des Jahres steht ja immer so die Kaderplanung für nächste Saison an. Wie plant der Verein? Welche Spieler sollen denn hinzukommen? Auf was müssen wir alles achten? Zum Ersten wollen wir uns bei der Kaderplanung natürlich zunächst mal einen Überblick verschaffen. Dann gehen wir in Punkt 2 auf die Mannschaft ein. Die Mannschaft in dem Sinn, welche Spieler habe ich zur Verfügung? Stehen die auch noch nächstes Jahr zur Verfügung? Selbstverständlich stehen da auch Spielergespräche an. Wie gehen wir da mit den eigenen Spielern, nenne ich es mal, bei den Spielergesprächen vor? Und natürlich zu Punkt 3 dann zu den Neuzugängen. Welche Neuzugänge sollen denn überhaupt kommen? Was sollen die können? Welche Positionen sollen die begleiten? Und wie führen wir da die Spielergespräche? Und im Optimalfall ist es so, ich weiß, es ist von Mannschaft zu Mannschaft unterschiedlich, aber im Optimum ist es so, dass jede Position doppelt besetzt sein sollte. Als nächstes, was man nicht vergessen darf und was auch sehr, sehr wichtig ist, Perspektivspieler im eigenen Verein. Perspektivspieler ist gemeint, sei es von der zweiten Mannschaft, sei es von der Jugend. Wo sind dann die Spieler, die jetzt den nächsten Entwicklungsschritt gehen? Natürlich, wenn ich mir jetzt den Lars beispielsweise nehme, das ist ein Sechser, vielleicht kann der auch auf der 10 spielen, vielleicht kann der Yusuf auch auf den Außenpositionen spielen und so weiter. Vielleicht können die Spieler mehrere Positionen begleiten. Ich bin aber ein Freund davon, die Spieler da einzusetzen, wo sie ihre größte Stärke haben. Und wenn ich es schaffe, meine Mannschaft so aufzubauen, dass meine Spieler nur auf den stärksten Positionen eingesetzt werden, dann ist es für jeden Spieler erstmal angenehmer und natürlich auch für mich als Trainer bei den Entwicklungsschritten, die man dann sieht, wenn man auf der Lieblingsposition in Anführungszeichen spielt, als wenn man eine andere Position spielen muss beispielsweise. Es ist ganz wichtig, dass man ganz offen und ehrlich miteinander spricht. Also ein ehrliches Feedback ist sehr, sehr viel wert und eine konstruktive Kritik bringt auch die Mannschaft, den Trainer, definitiv immer nach vorne. Es bringt nichts, dass man sich eigentlich über den Trainer beschwert. Aber wenn ich mit dem Trainer spreche, sage ich, es ist alles gut und alles top. Das ist für beide Seiten unbefriedigend. Von dem her fordert da absolut ein offenes und ehrliches Feedback. Wo wollen wir kurz-, mittel-, langfristig hin als Verein? Wie ist der 5-Jahres-Plan? Dann gibt es natürlich auch immer wieder einflussreiche Spieler. Das heißt, die auch Teamplayer sind, also das eine schließt das andere nicht aus, das möchte ich auf jeden Fall schon mal sagen. Das heißt, der Anführer ist natürlich auch ein Teamplayer. Aber auch einflussreiche Spieler geben erste Themen, möchte ich mal sagen, Sprachen von der Mannschaft an die Führungsspieler weiter. Und natürlich den Anführer als Kapitän, der als absolutes Vorbild auf dem Platz vorangehen sollte, der das Sprachrohr der Mannschaft ist, auch die rechte Hand des Trainers. Guten Abend erstmal noch von meiner Seite. Grüße euch. Ich habe mit Kevin letzte Woche geschrieben. Ich hatte am Dienstag meine ersten 2 Gespräche mit potenziellen Neuzugängen. Eigentlich fast 1:1 so das Gespräch so aufgebaut. Und natürlich habe ich in der Vergangenheit schon den Spielern immer ja, mitgeteilt, was unser Konzept ist, wie ich sie in unserem System sehe und auch warum ich sie unbedingt haben will. Was, ja, ich würde sagen, eingeschlagen wie eine Bombe, um ehrlich zu sein, ist diese Bewertungsmatrix, die ich beiden einfach hingelegt habe und ihnen dann wirklich explizit anhand den 4 Tipps-Elementen halt gezeigt habe, wo ich sie extrem gut finde. Aber auch wo ich noch großen Verbesserungsbedarf sehe oder wo ich ihnen vor allem auch helfen will, sich zu verbessern. Ja. Bisher musste ich gefühlt für einen Neuzugang so 8, 9, 10 Gespräche führen. Jetzt war es 2 von 2, wenn die Quote so bleibt. Ja, ich führe halt sehr Gespräche im Jugendbereich. Ich habe jetzt einige Spieler, die vor der Saison aufgehört haben. Warum auch immer, die Gründe waren mir nicht bekannt. Das ist meistens halt elterngesteuert. Was aber jetzt Fakt ist, dass wir definitiv Spieler brauchen, auch für die C-Jugend, die wir jetzt haben. Hallo erstmal. Ja, in der Vergangenheit, ich bin jetzt U15-Trainer, bin Vorstand eines Vereines. Ich habe eine ganz klare Vorstellung, dass ich mit jungen Spielern in allen Bereichen arbeiten möchte. Also im Herrenbereich vor allem begeisterte Menschen in den Verein holen möchte.
das Luxusproblem, dass ich manchmal gucken muss, wen kann ich da noch einbauen und wie. Ne? Also das hat in der Vergangenheit natürlich auch bei Spielern, die aus meinem Heimatverein sind, natürlich Wellen geschlagen, zu sagen, wieso kommt der jetzt mit in die Erste und nicht ich? Ne? Das ist natürlich dann so Revierkämpfe. Ich habe sogar einmal gehabt, da sind 7 Spieler von einer Mannschaft zu mir rüber gewechselt, ne? Weil sie sagten, wir würden gerne bei dir spielen. Ne? So. Und dann habe ich gesagt, so, ja, was denn mit eurer Mannschaft? Da ist der Trainer auch gleich mitgekommen. Ne? Also den kannte ich. Und ich habe im Moment die Situation, dass ich jedes Jahr mit einer Mannschaft hochgewachsen bin. Einen Jahrgang, den ich eigentlich durchgängig betreut habe. Jedes Jahr hören 2 Spieler auf, 4 Spieler, 5 Spieler kommen dazu. Jedes Jahr habe ich einen zweiten Trainer damit bei, um auch einen vernünftigen Austausch unter uns Trainern zu bekommen. Wir haben in der Regel, betreuen wir auch so 2 C-Jugendmannschaften oder 2 D-Jugendmannschaften war es dann, und haben vor allem das Thema Ausbildung, Weiterbildung und Persönlichkeitsentwicklung, gerade bei kleinen angehenden, motivierten Sportlern. Bisher war das auch nie ein Problem. Zu Saisonbeginn war auch klar, wenn ich die C-Jugend jetzt beende als U15-Trainer, dass ich dann aufrücke in die U17. Gut, dann würde ich sagen, wenn keiner mehr sich zu Wort meldet, sind wir heute mit dem Trainer-Talk dann durch. Ansonsten hoffe ich, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bleibt gesund, genießt die Vorweihnachtszeit. Der nächste Trainer-Talk kommt bestimmt. Und bis dahin, macht's gut. Schönen Abend noch. Bis dann. Ciao.